Schulessen ermöglichen, hier ist Einreicher die AfD und Herr Breuer, denke ich, Sie bringen uns ein. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. Dreimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt, so lautet ein altes Sprichwort. Es ist wirklich so. Möbel, hier insbesondere die Küchenmöbel der Essensanbieter, sind zum stationären Gebrauch bestimmt und nicht dazu, alle 2 bis 3 Jahre an einen anderen Standort gebracht zu werden. Dies erfordert einen hohen Aufwand bei Transport und Montage und verkürzt die Lebensdauer der entsprechenden Geräte. Umzüge sollten also im Interesse nachhaltigen Wirtschaftens möglichst selten stattfinden. Wenn es uns gelingt, hier Geld zu sparen, kann das auch direkt zur Kostendämpfung der Preise für das Schulessen führen. Nun sind diese Geräte in unseren Schulen in aller Regel Eigentum des betreffenden Essenanbieters. Wechselt die Schule den Anbieter, so müssen auch die Küchengeräte aus- und neu eingebaut werden. Dieses Problem wurde von der Verwaltung erkannt. Das Amt für Schulen hat im Rahmen des runden Tisches für preiswertes Schulessen angeregt, die Vertragslaufzeiten für die Essensanbieter zu verlängern. Das ist sinnvoll und hilft fast überall, nur eben nicht bei den Auslagerungsstandorten. Hier haben wir die Situation, dass auch in Zukunft der Anbieter seine Küchengeräte einbaut und dann nach 1 bis 2 Jahren wieder herausreißen muss, weil ja die Schule als Gesamtheit umzieht und eine andere Schule mit einem anderen Anbieter neu in das Auslagerungsobjekt einzieht. Das ist in keiner Weise nachhaltig. Wir halten es deshalb für sinnvoll, dass das Amt für Schulen in den 3 Auslagerungsstandorten die Küchengeräte selbst einbaut und diese dann vom jeweiligen Anbieter genutzt werden können. Das spart Kosten, die ansonsten auf den Essenspreis umgelegt werden müssten. Dieser Vorschlag fand deshalb auch im Rahmen des runden Tisches bei den Essenanbietern und auch beim Elternrat seine Zustimmung. Der vorliegende Antrag beauftragt deshalb die Verwaltung, die Machbarkeit dieser Maßnahme zu prüfen, deren Kosten zu ermitteln und das Ergebnis dem Stadtrat vorzulegen. Wie wir generell in unseren Schulen mit diesem Thema umgehen, soll jedoch nicht Thema dieses Antrags sein. Es geht hier ausschließlich um die Auslagerungsstandorte, was dann auch die Kosten sehr überschaubar erscheinen lässt. Ich finde, wir können hier mit wenig Aufwand etwas sehr Sinnvolles tun und freue mich daher auf Ihre Zustimmung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, dann gehen wir mal rein in die Fraktionsrunde. FDP das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler das Wort gewünscht? Nein. Dissident das Wort gewünscht? Okay. Dann hätten wir Grüne das Wort gewünscht. Nein, dann CDU, Herr Tietze. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Es gibt ja so Anträge, die sind dann schon so wie gute Bekannte. Sie grüßen einen regelmäßig von der Tagesordnung des Stadtrates. Und am Ende der Sitzung weiß man, man sieht es in 3 Wochen wieder. Ich habe schon fast so ein bisschen Wehmut dran zu denken, dass wir den Antrag jetzt nicht mehr wiedersehen werden. Also wir haben ihn schon relativ lange im Geschäftsgang und der hat auch einen sehr markigen Titel, also nachhaltig Kosten senken, preiswertes Schulessen ermöglichen. Jetzt könnte man denken, jetzt kommt hier der große Wurf, wie wir das Schulessen in Dresden preiswerter gestalten können. Es ist dann tatsächlich nur ein kleiner Wurf. Es geht um die Auslagerungsstandorte, Herr Breuer hat es ja entsprechend auch ausgeführt, wo fest installierte Küchen vorgehalten werden sollen für die einzelnen Anbieter. Ich gebe zu, das hat auch erstmal Charme, so auf den ersten Blick. Unsere Gespräche mit Essensanbietern haben aber eins gezeigt. Die Essensanbieter haben sehr klare eigene Vorstellungen, welche technischen Geräte sie für die Zubereitung ihrer Speisen haben wollen und wie das aussehen soll. Wenn überhaupt ein Kochen vor Ort erfolgt, zumeist wird nämlich tatsächlich nur angeliefert. Aus unserer Sicht ist daher nur eine Sache entscheidend, nämlich dass an allen Auslagerungsstandorten auch Ausgabestellen existieren. Hier würde ich auch noch mal die Verwaltung um eine kurze Rückmeldung bitten, ob das der Fall ist. Ansonsten folgen wir diesem Antrag, es ist jetzt unschädlich, ein Prüfauftrag, aber ich sage mal, am Ende dieser Kette würde dann
vorausgesetzt, er würde positiv votiert werden, gäbe es dann in den Auslagerungsstandorten teure Technik, die am Ende von uns bezahlt ist und ungenutzt rumsteht. Dankeschön. Als nächstes Frau Abel, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörende. Vor über einem Jahr hat Die Linke hier den Antrag gestellt, das Mittagessen in den Schulen zu deckeln auf einen bestimmten Preis. Damit sind wir krachend gescheitert. Es wurde abgelehnt. Ergebnis war aber wenigstens ein runder Tisch. Im runden Tisch nahm die Landeshauptstadt Dresden teil mit dem Bürgermeister, Bildungsbürgermeister und der Amtsleiterin, Eltern, Vertretungen der Fraktionen, die Anbieter des Schulessens. Und es war ein ziemlich konstruktiver Austausch. Und da wurde festgestellt, es besteht gar nicht viel Möglichkeit, sozusagen hier Einsparungen vorzunehmen. Es wurde jeder einzelne Posten geprüft, dargelegt, warum ist der so oder so. Und wir wissen natürlich, dass sich die Mindestlöhne erhöht haben, dass das Besorgen, das Kochen der Speisen teurer wird aufgrund der Energiekosten und dass natürlich auch die Zutaten teurer werden. Und am Schluss konnte man sich über zwei Dinge einigen. Ab dem Schuljahr, ab diesem Schuljahr, also das ist jetzt schon dieses, neue Vertragslaufzeiten zu machen, damit eben nicht dieses neue Anbieter, Küche raus, neue Küche rein, dieser Wechsel erfolgt. Und der zweite Punkt, den man dort beschlossen hat, als weitere Entlastungsmöglichkeit wird stadtseitig geprüft, ob künftig die Küchenräume der Auslagerungsobjekte umfänglich ausgestattet werden können. Und was macht die AfD? Also früher nannte man das Maulheldentum, glaube ich. Das ist ein alter Begriff. Aber irgendwie fasst es richtig. Die sagen, wir machen eine Überschrift, nachhaltig Kosten senken, preiswertes Schulessen ermöglichen. Und dann schreiben sie genau diesen Satz, den der runde Tisch beschlossen hat, in ihren Antrag und haben den großen Wurf gemacht. Keine wirklichen Vorschläge. Wie kann denn das wirklich günstiger sein, das Essen? Und wir wissen, das ist ja vom Ethikrat, also von dem Bürgerrat jetzt bereits ja in die Welt gebracht worden, dass sie die Position vertreten, dass das Mittagessen zum Bildungsangebot gehört und kostenfrei sein muss. Das haben wir gestern hier schon im Rat erwähnt. Wir wünschen uns, dass wir uns auf diesen Weg begeben, der Kostenfreiheit des Schulessens, und das, was wir heute hier vorgeschlagen haben, bekommen haben, das lehnen wir ab, weil dies bereits Tatsache ist. SPD-Fraktion das Wort gewünscht, Frau Holowenko, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die AfD kümmert sich ums Mittagessen? Nee, genau das macht sie nämlich nicht und ich will Ihnen jetzt auch erklären, warum. Es gab einen linken Antrag, der wirklich gute, konkrete Vorschläge gemacht hat, wie man die Kosten senken kann und zwar nachhaltig und bis auf einen winzigen, kümmerlichen Punkt ist alles weggestimmt worden und auch von der AfD. Aber immerhin gab es den runden Tisch, das wurde gerade schon erwähnt und da wurden fast alle Caterer eingeladen, die in Dresden Essen ausgeben oder anbieten an den Schulen. Und es waren die Fraktionen da, es war das Schulverwaltungsamt da, Amt für Schulen und auch der Kreiselternrat. Und Herr Breuer hat für die AfD-Fraktion teilgenommen, der scheint aber allerdings nur physisch anwesend gewesen zu sein, weil es kam natürlich irgendwann der Punkt, wie sieht es denn aus, die Auslagerungsstandorte, das ist immer unser Problem. Wir müssen dort die Küche komplett neu einrichten, nur für 1 bis 2 Jahre und das kostet uns richtig viel Geld und Kraft. Und wäre das denn nicht irgendwie eine Lösung, wenn wir da irgendwie schon fertige Küchen drin hätten? Genau das wurde gefragt. Und die Caterer haben gesagt, nein, das ist für uns keine Lösung, weil nämlich jeder von uns eine andere Ausreichungs- und Zubereitungsart hat.
Der eine liefert das Essen jeden Tag aus Leipzig an, es muss dort quasi nur warm gehalten werden und ausgegeben. Der andere kocht frisch vor Ort und wieder andere liefern nur einmal in der Woche tiefgekühlte Ware, die dann langsam vor Ort erhitzt wird. Und all diese unterschiedlichen Zubereitungsarten in irgendwie einen Küchenraum zu stecken, das funktioniert überhaupt nicht, weder räumlich noch finanziell. Und das zeigt einfach, wie die AfD Politik macht. Die erzählt jetzt hier, okay, wir tun hier irgendwas für die Mittagessenpreise und Familien zu entlasten. Und das ist einfach nur eine Lüge. Herr Breuer, ich war dort, alle drei Sitzungen habe ich mitgemacht, es ist einfach nur eine Lüge, dass Sie sagen würden, dass die Caterer und der Kreiselternrat sich da alle dahinter versammelt hätten. Es stimmt einfach nicht. So, und da kann man einfach mal sehen, was den Leuten blüht, wenn sie den Versprechungen der AfD glauben. Sie macht hier eine komplett unrealistische Versprechung, es ist einfach nur lächerlich. Und deswegen kann ich dazu sagen, schauen Sie sich das Ausschussvotum an, da wissen Sie Bescheid, da waren sich alle einig, die einzigen Ja-Stimmen gab es von der AfD. Und wir lehnen das natürlich ab. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht, sondern Herr Breuer, wenn wir das Schlusswort machen können, wäre das wunderbar. Und dann wird Kollege Thunhauser noch kurz auf die Frage antworten, dann gehen wir zur Abstimmung. Bitte schön. Also es tut mir leid, dass ich jetzt schmunzeln muss. Die Frau Abel hat gesagt, dieser Vorschlag, der wäre gekommen und der wäre beschlossen worden. Die Frau Holle-Wenko sagt, der wäre abgelehnt worden. Also ich weiß nicht, waren Sie alle bei verschiedenen Veranstaltungen? Also beim ja, genau, es ging um den runden Tisch, genau. Nee. So, nochmal ganz langsam. Die Frau Holle-Wenko hat am Anfang gesagt, bevor sie vom Stadtratsantrag beschlossen hat, dass die Caterer das abgelehnt hatten. Das hat sie sogar wortreich begründet. Das war so ähnlich wie das, was der Herr Dietze gesagt hat. Und dann wurde mir vorgeworfen, dass ich aufgesprungen bin auf einen, also auf einen Vorschlag. Und da schauen wir nochmal nach, wie denn das war eigentlich. Es war der vierte runde Tisch, es waren nämlich vier Stück, im Blühr-Gymnasium. Da waren Sie nicht, doch, Sie waren dabei, Frau Holle-Wenko. Das ist erstaunlich, dass Sie dann die Dreistigkeit besitzen, hier so etwas zu behaupten, beziehungsweise das zu unterschlagen, was nämlich war. Es ist richtig, der Vorschlag ist gekommen, mit den Auslagerungsstandorten da die Küchen einzubauen. Und, aber was Sie unterschlagen haben, der ist von mir gekommen, der Vorschlag. Doch. So, und der Vorschlag wurde vom Elternrat, vom Herrn Horeni, positiv beschieden. Und die Essensanbieter haben ihn im Wesentlichen auch positiv beschieden. Sie haben natürlich gesagt, da hat der Herr Dietz recht, ein paar Problemchen gäbe es da. Deshalb habe ich dies als Prüfauftrag an die Stadtverwaltung formuliert, damit sie das gemeinsam mit den Essensanbietern prüfen können. Und wenn es nicht machbar ist, dann ist es vielleicht nicht machbar. Und wenn es machbar ist, dann wäre es eine gute Sache. So, aber hier so rumzulügen und mir irgendwas vorzuwerfen, ich hätte was gekapert, oder dann kommen hier unterschiedliche, gegensätzliche Aussagen darüber, wie sich die Essenanbieter verhalten hätten. Das finde ich unseriös. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt Herr Thunhauser noch kurz auf die Fragen und dann kommen wir zur Abstimmung. Ja, vielleicht ganz kurz noch von meiner Seite. Liebe Frau Abel, ich hätte, bis Sie den letzten Satz gesagt haben, hätte ich Ihnen jetzt fast ein Einstellungsangebot bei mir im Büro gemacht. Aber was mal ganz, weil Sie das ganz konkret korrekt wiedergegeben haben, wie der Sachverhalt ist, was ich oder wo ich vehement dagegen sein werde, hat jetzt nichts mit dem Antrag zu tun, ein kostenloses Essen für alle. Ja, ich will es ja nur sagen, weil ich sehe gar nicht ein, dass ich mit den Kindern von Staatssekretären, Bürgermeistern oder Ministern hier kostenlose Mittagessen anbiete. Ja, ich will es nur noch mal erwähnen, weil wir ja in einer Zeit sind, ich hatte es ja gestern schon erwähnt, vielleicht können wir uns mal vielleicht ein paar Regeln noch halten. Das heißt also, wenn einer redet, hört der andere zu. Das ist, glaube ich, in der Grundschule schon Bestandteil des Unterrichts. So. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist, und ich sage es deshalb jetzt gerade nochmal, weil das auch Inhalt eines Asset-Interviews sein wird, infolge der gestrigen Entscheidung, was die Kita-Elternbeiträge angeht, weil wir müssen uns schon entscheiden, mal in diesem Stadtrat, wollen wir auf weitere Investitionen im Ausbau von Kitas, Schulen
Und ich würde es jetzt mal erweitern im Bereich von Sportanlagen setzen oder wollen wir konsumtive Bereiche steigen. Das sind Grundsatzentscheidungen, da will ich gar nicht jetzt sagen, das muss jetzt sofort entschieden werden. Deswegen war mir die Entscheidung gestern noch ehrlich gesagt viel zu schnell von Montag auf Donnerstag. Aber grundsätzlich, das gilt auch für dich, Agnes, was wir in der Grundschule gelernt haben. Richtig ist, natürlich war das eine Idee, und da kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, von wem die kam, aber die wir im Amt für Schulen aufgegriffen haben, ob es Möglichkeiten gibt, die Caterer außer den Zweijahresverträgen, was wir jetzt umgesetzt haben, weiter zu unterstützen. Und da war eine Idee einerseits zu gucken, ob man die beim Erlass von Betriebskosten, die wir erheben, wenn sie in unseren kommunalen Schulen entsprechend die Ausgabestellen nutzen, ob wir darauf verzichten können. Dort sind wir noch nie so weit. Auf jeden Fall wäre das eine Stadtratsentscheidung, die vorbereitet wird, das zu machen. Und in der Tat war auch diskutiert worden, ob wir in den Auslagerungsstandorten entsprechend prüfen werden, inwieweit die Küchenausrüstung von uns gestellt werden. Das ist nicht ganz einfach, das will ich gleich sagen, weil es hängt oft auch daran, welches Verpflegungssystem von den Caterern gewählt wird. Es sind ja höchst unterschiedliche Verpflegungssysteme heutzutage, wie angeboten wird. Aber auf jeden Fall kann ich noch mal konkret auf die Frage sagen, da sind wir längst dabei, uns das auch anzuschauen, um eben zu gucken, wie wir eben Preise stabilisieren können, beziehungsweise wo man, lieber Thilo, nicht in die Situation kommen, dass hier ein Essen 7 Euro kostet. Muss hier ein Stückchen Herr Mahn noch an das Podium hier oben. War nur die Fragebeantwortung gewünscht gewesen und auch jetzt notwendig, dann auch weitere Seitbemerkungen dann auch sein zu lassen. Da sollten wir uns auch selber hier disziplinieren. Wir kämen jetzt zur Abstimmung. Und da haben wir zunächst den federführenden Ausschussbericht. Und der ist ablehnend. Wer dem Ablehnen weder für einen Ausschussbericht folgt, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.52 Ja, 14 Nein, keine Enthaltung. Damit ist der federführende Ausschussbericht so beschlossen. Wir setzen fort mit 19.5.